Ich bin der Sascha, bin 17 Jahre alt, mache eine Ausbildung an der Uni Münster als Tischler, bin jetzt im zweiten Ausbildungsjahr. In der Schule hatte ich schon viel Spaß mit Holz zu arbeiten. Da habe ich mir gedacht, dann will ich es lernen. Bin dann hier an der Uni gelandet. Die Atmosphäre hier in der Werkstatt ist nicht so hektisch wie in anderen Betrieben. Man arbeitet auch ein bisschen intensiver an den Werkstücken, damit die schön ordentlich werden, weil die auf Maß und Sonderanfertigung alles sind. Normalerweise arbeite ich auch selbstständig, wenn ich das alleine hinkriege, dann mache ich auch mein Ding, dann passt das. Also die Ausbildung an der Universität Münster macht das besonders, dass der Lehrling hier freier arbeiten kann als in der freien Wirtschaft. Er kann sich persönlich entfalten, hat mehr Zeit, um für sich und Stücke auszuprobieren und Sachen anzufertigen. Die Ausbildung wird hier im Rahmen der Handwerkskammer nach dem Lehrplan durchgeführt. Der Tischler arbeitet mit naturverbundenen Materialien, so dass er auch Materialkunde kennen muss, wie die Hölzer gewachsen sind. Und hier in unserem Betrieb werden nur Sonderanfertigungen hergestellt, wo dann von der Planung, Ausmessen bis zum Einbau alles Unikate hergestellt werden für die Uni Münster. Also wir in der Schreinerei sind auf dem neuesten Stand der Maschinentechnik. Seit geringer Zeit haben wir eine neue CNC-Maschine, die Lochreihen und Topfbänder und nutet. Und dann haben wir noch einen Kantenanleimer für 2 mm ABS-Kanten bis zu einer Stärke von 40 mm können wir dort Kanten um das Werkstück fahren. Ja, wir produzieren hier auf breiter Fläche, also das heißt Innenausbau, Bauschreinertätigkeiten und Selbsttransport von Möbeln. Für den Innenausbau sieht man in den Mietarkaden, was entstanden ist, oder in der ACOC, dieses große Aquarium. Und Bauschreinertätigkeiten werden hier, wenn was gerufen wird, eine Tür reparieren, Fenster reparieren, sehen wir zu, dass wir die Sachen schnell und prompt erledigen. Also der Auszubildende sollte die Anforderungen erfüllen, gerne mit dem Material Holz zu arbeiten, technisches Verständnis haben und dass er zumindest eine gute 3 als Hauptschulabschluss bejaht.